Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize-Wies Interactions. So, ich war ein bisschen aktiv. Ich habe die Plattform hier mal so ein bisschen erweitert. Also, wir haben jetzt halt hier relativ viel Platz, auch noch, wo ich glaube ich mit Maschinen dann auch anfangen werde. Zuckerrohr habe ich jetzt mal gerade abgebaut, weil, naja. Ne? Hier habe ich noch drin. Ich glaube, das reicht erstmal. Also wir werden es nicht so extrem brauchen und wenn, kann ich das immer noch sehr, sehr schnell nachproduzieren dann. Dann, wie man schon gesehen hat, ich habe noch ein paar Erze gefarmt. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal das ist, was wir am meisten brauchen werden. Wie Gold, Eisen, Kupfer, Zinn, verschiedene andere. Redstone habe ich was geholt. Ich habe auch schon ein bisschen was verarbeitet. Ich habe hier 14 Wrought Iron, dazu kommen wir gleich. Ich habe ein paar Rock Crystals schon mal rangeholt, so zwei oder drei. Aber darum geht es jetzt erstmal gar nicht, denn wir haben erstmal hier ein paar Sachen zum Abholen. Und zwar bekommen wir noch vier Kupfer-Ingots, weil ich die Kupfer-Vein jetzt erst einmal geholt habe. Von der Lapis-Vein vier Lapis, Zinn, vier Zinn und von der Magnetit-Vein Iron und Gold. So. Dann sind wir hier schon mal ein bisschen Taco. Dann habe ich Mana gefunden. Was das heißt, kommen wir gleich zu. Dafür kriegen wir schon mal eine Black Lotus, was ganz nett ist. Und wir haben im Magic Tree schon was abgeschlossen. Und zwar auch nochmal den Mana Bucket. Da bekommen wir eine Tungsten Steel Drum. Die werde ich mir auf jeden Fall gut aufheben. Und ein Mana Seer Monocle. Ja, ist ganz nett. Und Crystallized Mandrill, da kriegen wir einfach ein bisschen Mandrill Wood, das ist. Ja. So. Jetzt, wo wir so den ersten Ansturm erstmal abgeschlossen haben mit den ganzen Sachen, tue ich erstmal hier ein bisschen mein Inventar aufräumen. Und zwar, wir haben heute einiges vor. Das tue ich jetzt mal gerade weg, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. So. Ich habe jetzt so ein paar Rezepte schon mal angeschlossen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Ein paar davon können wir noch nicht machen. Wie die Time in a Bottle. Dafür brauchen wir schon ein paar Maschinen. Alleine schon für das Elektrum und für die Lapis Plate. Aber naja, kommen wir später zu. Dann brauchen wir ein Enchantment Table, möchte ich machen. Da brauchen wir ein Luminous Crafting Table für. Den könnten wir machen, dafür brauchen wir aber Marble. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir an Marble rankommen, außer es jetzt wirklich so in der Overworld ranzuholen. Ja, Gregtap Marble, ha. Dann muss ich einmal in der Overworld was holen gehen. Da tue ich auch nochmal zurück. Aber was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist eine Pure Daisy. Dafür brauchen wir eine Oxeye Daisy und Healing Salbe mit 1000 Mana. Die Healing Salbe haben wir schon einmal gemacht. Ich habe auch hier die Garden einmal alle angepflanzt, verdoppelt mit den. Wo habe ich sie? Nein, doch, da waren sie doch. Hier mit den Coagulated Plant Balls habe ich sie vermehrt einmal kaputt gemacht. Jetzt haben wir einiges an Futter da. Damit würde ich mir dann offscreen einmal die machen, dass wir hier was futtern haben. So. Healing Salbe war ich dran. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das war sie. Was war das noch für die Healing Salbe? Für die Salbe, meine Güte. Blümchen, eine Poppy und eine Dental Line. Habe ich da noch eine über? Man hörte vielleicht ein bisschen raus. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Wollte auch morgen noch nach Frankfurt fahren, einen Freund besuchen über Weihnachten. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man. Das hat ja gar nicht geklappt. Nee, auf jeden Fall. Ich wollte über Silvester, heißt das Fest natürlich, wollte ich einen Freund besuchen gehen und jetzt weiß ich nicht, ob ich das auch wirklich schaffe. Wie gesagt, ich hoffe es. Aber naja. Dann habe ich hier die Mana Buckets. Dann kommt das einmal da rein. Zack und zack. Pure Daisy. The purest of them all. Und damit haben wir schon mal Zugang zu Botania.
So. Jetzt wird er lustig. Was können wir mit der Pure Daisy machen? Mit der Pure Daisy können wir ein Netherrack zu Cobblestone machen? Ja, nee. Soul Sand zu Sand. Eis zu Packed Eis. Blaze Mesh zu Obsidian. Dafür brauchen wir erstmal Blaze. Okay, interessant, wie man hier an Blaze rankommt. Okay, dann gehe ich hier mit einem Fullscreen, wenn ich so blöd bin zum Tippen. Auf jeden Fall Wasser zu Schnee können wir machen. Ripewood Infused Wood zu Living Wood. Das wird lustig. Light Concrete zu Living Rock. Sand zu Glas. Wir haben jetzt schon mal eine bessere Konvertierung. Wir können die Shard-Erze zu den Shards machen. Wir nehmen ein Oak Sapling, machen daraus Greatwood Saplings. Ein Crafting Table zu einem Crafting Station. Grout zu Seared Stone. Basic Worktable zu einer Tool Station. Das sind so die Sachen, die wir auf jeden Fall momentan machen wollen. Das heißt, Crafting Table war der normal. Ich habe es schon mittlerweile komplett vergessen. Der war normal. Gut, dass ich jetzt gerade gar kein Holz mehr habe. Das wird das Opfer der Geschichte angehen. Der Geschichte angehören, so rum. Denn wir wollen heute auf jeden Fall schauen, dass wir die ganzen Table einmal machen, dass ich ein bisschen was mit Tinkers machen kann. Dann geht es nämlich auch schon so langsam los Richtung Gregtech. Denn unser erstes Zeitalter ist das Bronze Age. Es ist das drittbeste Zeitalter. Wir müssen dafür einen Small Steam Coal Boiler machen. Der ist auch relativ einfach. Wir brauchen Bronze dafür. Bloß, ich würde gerne nochmal einen Schritt dazwischen machen. Das heißt, das ist so das Ziel momentan. Dann hier nochmal eine kleine Info. Wir können eine mit einer Gregtech-Wrench in Steam-Output mal umändern. Haben wir es gemerkt. Wir können, uns wird auch gesagt, wir können jede Maschine mit der Spitzhacke kaputt machen. Das ist gar kein Thema. Und wir werden gewarnt, niemals in einen trockenen Boiler Wasser zu putzen. Zu tun. Das könnte Aua machen. Das sagen wir einfach mal gerade alles ab. Das ist so ein bisschen aufpassen, welche Konvertierung du hast. Hier geht es einfach nur darum, dass wir da aufpassen sollen, wenn wir Gregtech-Maschinen machen, die Multiblöcke auf die Chunkporters aufzupassen. Und hier kommt auch noch etwas, was ich auch noch heute auf jeden Fall machen möchte. Der Seared Furnace Controller. Warum möchte ich den Seared Furnace Controller? Das ist schon mal ein super, super Ofen, der uns pro Slot 16 Dinge fertig machen kann. Na, weiß Bescheid. 16 Items. So, die Crafting Station haben wir damit schon mal. Die Workstation will er noch haben. So, das war jetzt hier mit den Pickaxe, Schaufel und alles. Bitte lass das hier funktionieren. Ich bezweifle das nämlich so ein bisschen. Ja, erkennt er nicht an. Verdammt. Habe ich das noch irgendwo rumfliegen? Schaufel habe ich hier. Ich will jetzt nicht für eine einmalige. Ja, bleibt nichts anderes übrig. So. Und das war jetzt einfach mit einem Stonewood, genau. Dann müssen wir das eben machen. Zack. Zack. Dann erkennt er das aber jetzt bestimmt an. Jetzt sagt mir nicht, ich brauche eine ganze Schaufel dafür. Ich wollte schon sagen. So. Die Crafting Station haben wir damit schon mal. Die bleibt auf jeden Fall auch hier. Ich habe ja auch hier in dem Dorf, wo ich die Villager geholt hatte, habe ich mir noch zwei Öfen geholt.
ist dann, glaube ich, das ist die, müsste wirklich die allererste Möglichkeit sein, dass also die ersten Erze sowas zu schmelzen. Aber naja, muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. So, das können wir dann das schon mal weghauen. Das können wir weghauen. Wir brauchen dann noch die klassischen Teile. So, ich werde halt erstmal nochmal hier dreimal das Pattern-Rezept. Einmal. Zweimal. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Jawohl. Dann haben wir das weg, das weg, das weg. Und wir haben die nächste Quest erfolgreich abgeschlossen. Der erste Schritt Richtung besserem Werkzeug. So, das heißt, wo platziere ich das jetzt am besten mal? Ich will die Öfen jetzt gerade nicht abbauen. Stencil Table. Part Builder. Tool Station. Und machen wir hier noch die Pattern Chest hin. Genau, das haben wir jetzt. Stencil Table. Ich möchte auf jeden Fall den Hammer haben. Ich will die Tough Rod haben und. Ne, Tough Pining brauche ich dafür nicht. Das, wieso habe ich mir das jetzt zweimal gemacht? Tschüss. Ach, jetzt erkennt er das nicht an. Ich hab's geahnt. Ach, nur minimaler Verlust. Part Builder. Gib mich nochmal so einen Blank Pattern. Ey, du hast auch Holz verschwendet. Ja, ich weiß. Ach, was mache ich denn hier? So. Jo. Tool Station, Pattern Chest. Okay, jetzt aber. Das Futter tun wir dann mal da rein. Das tun wir zurück. So, und ich glaube, ich packe mir sogar hier auch nochmal eine Crafting Station hin. So. Seared Furnace Controller, was braucht man dafür? Wir brauchen Kupferplatten. Moment, Moment, bevor ich es vergesse, ich mache erstmal was anderes. Ich habe hier Wrought Iron vorbereitet. Wir nehmen uns dafür jetzt mal so einen Hammer. Und machen daraus 7 Double Wrought Iron. Und daraus machen wir 7 Iron Plates. Und dann machen wir, wo ist er? Einen Cauldron. Warum einen Cauldron? Erst einmal damit. Also das ist so. Damit ich ihn da hier hin platzieren kann. Denn wenn ich momentan die Erze verarbeite, bekommen wir diesen dreckigen Dust raus. Können wir zwar schon schmelzen, aber wenn wir das bei Redstone machen würden. Moment. So, zack. Den müssen wir sauber machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach immer wieder ein Eis platzieren, Wasser reinschütten, Ende. So. Jetzt aber, Seared Furnace Controller. Wir brauchen 4 Kupferbarren, die habe ich. Und zwar so angeordnet. Dann so. Wenn ich gerade loswerden will. Seared Brick, kann ich. Quartz kann ich gerade einfach schmelzen. Ich brauche 6 Stück. Ich habe hier, glaube ich, noch Quartz drin.
Ja, es geht langsam voran hier in dem Pack. So, und dann brauchen wir 750 Lava. Hier haben wir gerade nichts mehr drin. Da bräuchten wir ein Obsidian, da tut schon wieder weh. Nehmen wir mal so, so. Oh Gott. Ich vergesse das aber auch immer wieder. So, das und das tun wir dahin. In der Zwischenzeit kann ich schon mal gerade zeigen, ich habe hier schon mal wieder weitergemacht mit dem Lotusblütenfeld, mit den EP-Pflanzen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt auch mal gesehen, die Lotusblossom, die können wir auch in der Centrifuge später verarbeiten, kriegen Solidified Experience und Liquid XP raus. Also wenn ich die dann da irgendwie so eine automatische Ernte dann anschließe, könnte das lustig werden. Ich habe gar nicht nachgeschaut, die Liquid XP, die wir da rausbekommen. Ja, okay, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und Solidify nur eine Smiley Cloud, okay. Und ihr seht ja, wie schnell die nachwachsen. Wenn ich da noch eine Reihe falsch mache und hier rum, glaube ich, dann wird das richtig hart abgehen. Ich war jetzt gerade bei noch etwas dran, aber ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Nochmal anders weiter. Wie sieht das hier aus? Ist das fertig? Jawohl. Seared Furnace Controller haben wir. Da haben wir. Interessant. Lavazellen reagiert da gar nicht drauf. So, dann nehmen wir hier die Seared Stones. Von denen habe ich ja jetzt mittlerweile ein paar. Ich will das aber im Bricks-Motiv haben. So, ich will das als 5x5 haben. Und ihr seht schon, das dauert noch ein bisschen. Aber das können wir jetzt zum Glück besser beeinflussen. Denn ein Stack Sun, ein Stack Clay, fast ein Stack Gravel. Wir haben jetzt fast nichts mehr. Und wir können Quartz machen. Und wie wir eben ja schon gesehen haben, können wir mit der Pure Daisy ganz einfach jetzt hier Quartz machen. So, ich habe aber hier noch ein bisschen geschmolzen. Ja. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt mal hier die Quest durchschauen, würde uns noch geraten, dass wir als nächstes den Coke-Ofen machen. Dann würde ich auch bald vorbereiten. Denn das ist halt so die erste Möglichkeit, richtig an Kohle zu kommen. Ja, ich glaube, das war gerade mein Stuhl, den man gehört hat. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann ich sofort den machen? Es wird schwierig. Ne, ich mache jetzt zuerst den anderen Kochofen. Ich kann das hier mal vorlesen. Welcome to Microcrafting Hell. Denn es geht jetzt langsam richtig los. Warum wird Mike. Minecraften? Warum wird Greg Tech die Microcrafting Hell genannt? Und zwar fangen wir an mit dem LVH. Wir sollen eine LV-Maschinenhülle machen. Kein Thema. Dafür brauchen wir zwei Tin-Kabel und ein LV-Maschinen-Casing. Das sind Stahlplatten mit einer Wrench, mit dem Tin-Kabel. Tin-Kabel sind Tin-Wire. Das ist eine Tin-Platte. Das haben wir schon gesehen, wie das geht, mit einem Wire-Cutter. Dann brauchen wir schwarzen Teppich und einen String. Das ist nicht das Thema. Aber dann geht es hier weiter. Alles ist Wichtige für die Maschinen. Braucht diese Motoren. Schauen wir uns mal den Basic-Kompressor an. Der braucht zwei Electric Pistons, das ist geht so, das ist eine Steel Rod, Steel Plates, Small Steel Gear, Electric Motor. Ich glaube, man weiß schon, wo die Geschichte hingeht. Und ich glaube, jeder, der schon mal mit Greg Tech gespielt hat, weiß, was ich meine, wenn ich sage, das artet ganz, 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 ganz schnell aus. So, ich will aber noch einen
einen Tank zumindest haben. Brauche ich ein Glas und 8 Seared Bricks. Das heißt, ich muss. Stück nochmal schmelzen, dann nehme ich mir, ich schmeiße erstmal so ein Sticks hier rein. Da kann ich auch schmelzen. Wie viel hält das eine Item genau? Die werde ich aber noch brauchen und ein Stick hält ein halbes Item. Ja, ich werde jetzt erstmal hier den Ofen komplett vorbereiten und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn er fertig ist. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe den Ofen jetzt fertiggestellt. Das ist ein schöner 5x5. Da haben wir jetzt auch einiges an Slots drin. Was bringt uns das Ganze jetzt? Ganz einfach. Ich kann jetzt hier überall in diesen Slot 16 Items reinpacken, die man im Ofen schmelzen kann. Und der Bruder schmilzt das Ganze über Lava. Ist super. Das Geile ist, der kann gleichzeitig schmelzen. Also die ganzen allen Slots gleichzeitig schmelzen. Das wird mir noch super weiterhelfen. So, ich habe jetzt auch währenddessen einmal Aquamarine gefunden. Ich war bei dem einen Tempel, den wir ganz am Anfang schon mal gesehen haben. Dafür kriegen wir auch nochmal zwei Aquamarine. Dann würde ich sagen, wir machen dieses Quest einmal hier. Dafür brauchen wir irgendeinen Wissquistel. Wie man die bekommt, ist ganz einfach. Wir nehmen nämlich das Infused Ore, hier zum Beispiel hier das Ignis. Und klatschen das einmal dahin. Und wir warten, bis es einmal durch ist. So, in der Zwischenzeit habe ich mir schon mal ein Tinkerswerkzeug gemacht. Und zwar eine Spitzhacke aus einem Schwamm. Warum? Wir haben eben gesehen, wir können hier aus einem Sand ein Dingens machen. Na, ein Glas. Und die Spitzhacke hat durch das Squeaky Silk Touch. Das heißt, ich kann einfach das Glas direkt abbauen, ohne dass es dann zerspringt. In dem Fall hier zu den Glasshards. Das war dann mir natürlich doch schon mal relativ wichtig. Jetzt habe ich schon mal eine verdammt gute Möglichkeit, an Glas ranzukommen. Da werde ich wahrscheinlich auch ausgehen, mal so irgendwie so ein Stack oder zwei fertig machen. Weil ich ganz genau weiß, das werden wir gut gebrauchen. Futter muss ich noch fertig machen. Ich habe noch gut zu tun hier. Die ganzen Lotusblumen muss ich noch fertig machen. Ah, da hört man das schon. Und wir bekommen das. Ach stimmt, ich habe mich schon gerade gewundert. Normalerweise bekommt man das erst, wenn man anfängt zu schlafen. Aber wir können in dem Modpack ja gar nicht schlafen. Was heißt, wir können nicht schlafen? Wir können zwar über ein Bett und Spawnpad sitzen, aber wir können die Nacht nicht überspringen. So. Dann bekommen wir einmal hierüber jegliche. Schaut einmal, und wir brauchen ein Salles Mundus. Das ist irgendein X-Wisskristall, also irgendein Wisskristall plus Low Covenants das. Oh, habe ich gar nicht mehr so viel. Infinity, das habe ich anscheinend auch nicht mehr. Dann gehen wir mal hier runter. Und wir brauchen nochmal Sand. Low Covenants das. Na, wo haben wir ihn? Den haben wir hier gemacht, okay. So, und dann einmal zack und zack. Die Lava können wir zerstören. Und er will Mana haben. Mana habe ich hier. Dann haben wir, zack, ein Salles Mundus. So, die restlichen Kristalle, die tue ich dann mal hier wieder zurück. Das Erz tue ich zurück. Wir bekommen nochmal eins und wir bekommen ein leckeres Salisbury Steak. So, es geht jetzt weiter mit dem Faunomicon.
Das Formonomicon, das ist relativ simpel, wie wir da rankommen. Wir brauchen ein Bookshelf. Nein, ein Bookshelf tut es eher. Das heißt, wir brauchen drei Bücher, das heißt sechs Blank Patterns. Sechs habe ich hier. Zack. Zack. 1, 2, 3. So. Die drei Bücher. Und 6 Wood. So ungefähr, jawohl. Dann nehmen wir das Bücherregal, platzieren das einmal. Nehmen wir dieses Saal des Mundus. Puff. Puff. Okay. Puff, und da ist, glaube ich, mein Internet einmal weg. Ja. Auf jeden Fall kommt da eigentlich jetzt das Formonomicon raus. Ich glaube, ich beende dann einfach jetzt hier die Folge. Das bringt ja gerade gar nichts. Ja, ich bedanke mich dann einfach mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit Formonomicon. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss.